Lange bevor Multikulti zum Begriff wurde, war das Zusammenleben verschiedener Kulturen in Istanbul Normalität. Jüdische Zuwanderer aus Spanien, Perser, Armenier, Griechen, Türken, über Jahrhunderte teilten sie sich die Stadt am Bosporus. Doch dann kam der Erste Weltkrieg und das friedvolle Zusammenleben begann zu zerbrechen. Am grausamsten bekamen dies die Armenier zu spüren. Am 24. April 1915 begann das Osmanische Reich, Hunderttausende von ihnen zu vertreiben und später zu ermorden. 100 Jahre später ist es in der Türkei noch immer ein Tabu, von Völkermord zu sprechen. Heute nun legte Papst Franziskus den Finger in die nicht heilen wollende Wunde. Er nannte die Massaker den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Katja Ried. Sie war mit Spannung erwartet worden, die Messe mit den armenischen Patriarchen. Franziskus feierte sie kurz vor dem 100. Jahrestag des Massakers an den Armeniern. Viele fragten sich, ob der Papst dieses Massaker als Genozid bezeichnen würde. Er tat es, indem er den Massenmord, wie viele Historiker auch, als Völkermord an einer christlichen Minderheit einordnete. Das, was allgemein als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts angesehen wird, hat euer armenisches Volk getroffen, die erste christliche Nation. Vom 24. April 1915 an wurden armenische Christen von der damaligen osmanischen Regierung deportiert und getötet. Bis zu 1,5 Millionen Menschen starben insgesamt, sagen die Armenier. Die Türkei hält diese Zahl für übertrieben. Sie wehrt sich außerdem vehement gegen den Begriff Genozid. Den hatte Papst Johannes Paul II. Bereits 2001 während seines Besuches in Armenien benutzt. Ein freundliches Nebeneinander von Franziskus und dem türkischen Präsidenten Erdogan, wie hier im November letzten Jahres, wird es wohl so schnell nicht mehr geben. Die Regierung bestellte den vatikanischen Botschafter in der Türkei ein und beorderte ihren eigenen Botschafter aus dem Vatikan zurück. Man sei verärgert und enttäuscht, hieß es außerdem. Und der Papst bewege sich fern von historischen Tatsachen. Franziskus hat mit seiner heutigen Wortwahl das Verhältnis zu der Türkei belastet. Zumindest vorübergehend.